Alles nur Panikmache. Diese Aussage hört man oft im Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel. Dr. Gunther Sperker, Koordinator für Klimaschutz und Umweltplanung vom Land Salzburg, räumt nun mit den beliebtesten Mythen rund um den Klimawandel auf. Klimamythos Nummer 1. Den Klimawandel gibt es doch gar nicht. Das ist keine Glaubensfrage. Der Klimawandel ist eine Tatsache. Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Der Klimawandel findet weltweit statt, aber auch und besonders bei uns im Alpenraum. Also primär einmal ist der Klimawandel hervorgerufen durch die Wirkung von sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre. Das sind im weitesten Sinne Gase, Spurengase in der Atmosphäre, die das Strahlungsgleichgewicht sozusagen durcheinander bringen. Und die erste Äußerung ist eine Temperaturerhöhung in der Atmosphäre und davon abgeleitet viele andere Prozesse, die aber ursächlich mit dem eigentlichen Urgrund, sozusagen mit der Temperaturerhöhung, zusammenhängen. Mythos Nummer 2. Es gibt doch gar keine Beweise für den Klimawandel. Also es gibt sowohl theoretische Modelle im Hintergrund, die das sehr gut beschreiben, die übrigens schon sehr alt sind. Es hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts der berühmte schwedische Chemiker und Physiker Svante Arrhenius das berechnet, und zwar mit einer überraschenden Präzision eigentlich. Und es gibt neben diesen theoretischen Modellen auch die Möglichkeit, sogenannte Klimaszenarien zu bilden. Das sind Modelle, die versuchen, sozusagen die Erdphysik in Computermodelle zu packen. Und es gibt Beobachtungsreihen, sehr lange. Es gibt die längsten Reihen, die zurückgehen, zum Beispiel Eisbohrkerne aus Grönland. Es gibt Sedimentproben, es gibt Baumringe. Und alle diese drei Parts sozusagen sagen uns dasselbe, nämlich ja, der Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre und die Temperatur sind eindeutig korreliert. Und je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind, desto wärmer wird es. Und wir sind dabei, sozusagen das Klima so zu verändern, wie es in den letzten paar Millionen Jahren nicht war. Mythos Nummer 3. Temperaturschwankungen hat es doch schon immer gegeben. Freilich, keine Frage. Nur das, was bei dieser Argumentation immer übersehen wird, die Geschwindigkeit ist eine völlig andere. Wir wissen, dass das Erdklima insgesamt von der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, von der Drehung sozusagen um der Erdachse abhängt. Das ist die sogenannte Präzessionsbewegung. Wir wissen, dass die Sonnenfleckenaktivität einen Einfluss hat. Wir wissen, dass die Strahlungsintensität der Sonne sich ändert. Wir wissen, dass die Tektonik der Erdkruste einen Einfluss hat. Aber all das erklärt nicht das, was jetzt passiert, sondern das lässt sich nur durch die Spurengase, durch die Treibhausgase belegen. Und typischerweise sind Klimaschwankungen im Bereich von mehreren hundert bis mehreren tausend Jahren oder 10.000 Jahren signifikant. Und wir machen das sozusagen ein gigantisches atmosphärenchemisches Experiment in extrem kurzer Zeit. Mythos Nummer 4. Es gibt Wissenschaftler, die Beweise gegen den Klimawandel haben. Da sage ich Ihnen, nein, diese Wissenschaftler gibt es nicht. Es gibt eine aufschlussreiche Studie, dass die haben untersucht, sozusagen, wie schauen die Publikationen zum Klimawandel aus, und zwar in, wie soll ich sagen, in Qualitätsmedien. Wenn Sie einen normalen wissenschaftlichen Artikel schreiben, muss der einen Review-Prozess unterlaufen, und mehr als 98% aller Artikel bestätigen diese These. Was nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir vieles heute noch nicht in der nötigen Präzision wissen und dass natürlich noch viele Fragen offen sind. Mythos Nummer 5. Der Einfluss des Menschen ist doch gar nicht so groß. Der Einfluss des Menschen ist aus meiner Sicht praktisch zu 100% gesichert. Natürlich gibt es auch natürliche Prozesse und Schwankungen, wie eben die erwähnten Sonnenflecken, die einen Beitrag haben. Aber es ist absoluter Konsens in der Wissenschaftsgemeinschaft, dass der Mensch für diese Auswirkung, die wir heute sehen, hauptverantwortlich ist. Mythos Nummer 6. Müssen wir wirklich unser Klima schützen? Der Planet gleicht das doch selbst aus. Da sind wir bei einem beliebten Klimamythos. Klimaschutz ist eigentlich falsch. Das Klima muss nicht geschützt werden. Wenn Sie sich die Geschichte der Erde historisch anschauen, dann hatten wir schon alles. Die Erde war komplett eisfrei.
und die Erde ist praktisch als Eis- und Schneeball durch den Weltraum geflogen. Die Natur wird es natürlich irgendwann ausgleichen, es wird ein anderes Gleichgewicht geben. Ich sage immer, natürlich wird es auch einen Lebensraum für den Menschen geben, aber sicher nicht für 10 Milliarden Exemplare. Mythos Nummer 7. Auf Salzburg hat der Klimawandel aber noch keine Auswirkungen. Also interessanterweise ist Salzburg und der Alpenraum insgesamt vom Klimawandel deutlich stärker betroffen als sozusagen die gesamte Atmosphäre. Man spricht immer sehr viel von diesem 2-Grad-Ziel, das heißt, die Erwärmung, die mittlere globale Erwärmung soll jedenfalls unter 2 Grad bleiben. Da muss man sagen, das haben wir im Alpenraum praktisch schon hinter uns. Der Alpenraum erwärmt sich deutlich schneller und mit dieser Erwärmung kommen natürlich auch Änderungen der Niederschlagsmuster und das, wenn man sich an die Hochwässer zurückerinnert oder an diese Zunahme der Starkniederschläge, das sehen wir im Alpenraum jetzt schon sehr deutlich mit allen Folgen. Wir sehen auch natürlich, dass durch die Erwärmung auch mit anderen Stressfaktoren wie längere Trockenperioden oder Dürreperioden zum Beispiel die Borkenkäferproblematik extrem steigt. Dadurch werden die Wälder wieder geschwächt, bieten weniger Widerstand und so setzen sich leider allenthalben gewisse Teufelskreise in Bewegung. Also wir sehen es in Salzburg extrem stark und eigentlich stärker, als wir erwartet hatten. Ist Klimaschutz nur etwas für Gutmenschen oder betuchte Bürger? In der nächsten Folge von World Changer gehen wir weiteren Klimamythen auf den Grund und schauen uns an, welchen Beitrag jeder Einzelne von uns leisten kann.